Hallo zusammen. So, nach ein paar technischen Schwierigkeiten bin ich jetzt Gott sei Dank live. Jetzt würde ich sagen, warten wir noch ein paar Minuten und dann können wir starten. Hört ihr mich gut? Könnt ihr vielleicht einmal ein kleines Feedback geben, ob ihr mich gut hört? Hallo, hallo Franzi, hört ihr mich? Jetzt weiß ich nicht, ob mit dem Ton alles gut ist, ich hoffe. Okay, das ist schön, Daumen nach oben, prima. Jetzt habe ich gerade noch ein kleines Problem gehabt mit der Technik. Ich kann jetzt momentan eure Kommentare nicht lesen, aber ich bemühe mich, schaue dann immer ein bisschen nach oben. Genau, jetzt warten wir noch 2-3 Minuten, da kann ich vielleicht schon mal das Material vorstellen, beziehungsweise was wir brauchen. Wer mitmacht und das dann teilen möchte, wäre ganz gut, also Online Germany erwähnen mit @. Dann haben wir drei Hashtags, was ihr benutzen könnt, und zwar einen ganz langen: besser offline mit Online Workshop, Online Pen oder Calibrush. Das wären so die. Also der erste, der lange, wäre das quasi unter dem, wo dann alle Workshops in Zukunft von Online Germany gespeichert werden. Ich lege das vielleicht einmal so später und so her. Dann möchte ich euch kurz mal die Karten zeigen, was wir vorhaben zu machen heute. Und zwar hätte man gedacht, jetzt dürfen ja wieder Hochzeiten stattfinden. Und das wäre so eine schöne, leichte, schnelle Karte fürs Brautpaar. Ich habe die mal gemacht in ganz groß, also geht natürlich auch in einem größeren Format. Aber das sind jetzt die Karten, die was in dem Set dabei wären. Also man kann, wenn man möchte, die ganzen Materialien für die Karten im Online-Germany-Shop bestellen. Und der Stream wird gespeichert und ist dann auf der Internetseite von Online Germany dauerhaft verfügbar. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr euch die Vorlagen schon ausgedruckt habt. Das mit den Vorlagen ist ein kleines Problem, und zwar sind die nur ein bisschen größer. Also wenn ihr die gedruckt, dann vielleicht skalieren. Also die sind noch ein bisschen zu groß, dann müsst ihr auf die Karte von DIN A6 runter skalieren, dass die passen. Ich habe mir das jetzt so ausgedruckt, dass das passt. Die sind dann im Nachgang in der richtigen Größe verfügbar. Also das müssen wir noch beheben. Als zweite würde ich dann ganz gern mit euch eine Geburtstagskarte lettern. Geburtstage, so eine Karte, finde ich, braucht man immer wieder. Und ich finde das wieder ein Jahr schöner, einen tollen Spruch. Also mir hat der echt immer gefallen. Das ist so kein Happy Birthday, sondern ein schöner Spruch einfach. Genau, das wäre die zweite Karte. Dann brauchen wir ein Aquarellpapier. Ich habe das von Online Germany natürlich. Dann gibt es von Online Germany ganz tolle Brush Pens in so einer Stifterolle. Ich finde die echt richtig cool, die Rolle. Sind alle Farben drin, inklusive Metallic Farben und Wassertankpinsel. Ist ganz praktisch, wenn man das alles zusammen hat und nicht irgendwelche Stifte dann wieder zusammengeruschen muss. Dann brauchen wir einen Bleistift. Auf den gehe ich später noch ein, also jetzt dann gleich. Der hat nämlich eine ganz coole Funktion. Dann Klebestift oder alternativ auch Klebepads. Das ist eigentlich egal, mit was ihr das macht. Ich glaube, ich klebe welche und dann mache ich welche mit dem Klebepad. Ein Washi-Tape. Ich habe jetzt da einfach ein No-Name-Washi-Tape. Also da dürft ihr nehmen, was ihr wollt. Wichtig wäre nur, dass wir das dann später vom Blatt wieder abbekommen. Aber da zeige ich euch dann auch noch einen Trick.
wie das funktioniert dann am besten. Dann Krepppapier, also Küchenzewa. Und Schere wäre nicht schlecht für später zum Ausschneiden. Und was brauchen wir noch? Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Das wäre es dann zuerst mal. Ich möchte euch dann vorab ein bisschen das Lettering näher bringen. Und wer sagt, der hat gar nichts am Hut mit Lettering, der darf sich natürlich dann auch eine Vorlage nehmen. Und die übertragen wir dann. Also wir machen, ich zeige euch beides, wie das funktioniert. Und dann habe ich ja in der Story schon ein bisschen angeteasert, dieser Bleistift. Ich finde den Bleistift echt cool. Also das ist eigentlich kein richtiger Druckbleistift. Der hat so eine dicke Mine drin. Und der Clou an dem Bleistift ist eigentlich, also der hat, wenn man da dreht vorne, einen Radiergummi. Und das richtig Coole ist, drehe das wieder rauf, wenn man da den rauszieht, kann man den hier spitzen. Also man kann diese Spitze da reinstecken und spitzen. Also ein integrierter Spitzer habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Finde das voll cool, dass man da einfach dann spitzen kann. Also wie gesagt, habe ich noch nie gesehen. Das ist mein erster Bleistift mit integriertem Spitzer. Richtig cool. Hallo Andrea. So, dann würde ich sagen, starten wir. Und wir fangen an mit ein bisschen Lettering-Übungen. Also, ich weiß nicht, wer von euch schon ein bisschen Lettering-Erfahrung hat. Das Lettering, Brush Lettering heißt, wir nehmen uns einen Brush Pen. Der Kali Brush hat sogar zwei Spitzen. Eine, seht ihr das gut? Eine eckige Spitze, eine Kalligrafie-Spitze und eine Brushpen-Spitze. Brushpen-Spitze heißt eine flexible Pinselspitze quasi. Wir können dort mit Druck einen dicken Strich erzeugen und mit wenig Druck einen dünnen Strich. Ah, die Andrea sagt früher. Okay, hat es schon gegeben, okay. Nein, das ist mir echt neu. Also das ist der erste Bleistift tatsächlich in der Richtung, den ich habe. Also ich finde den echt cool. Genau. Also, wer Brushpens hat, wer mitlettern möchte, machen wir uns ein bisschen warm. Und zwar gehen wir her und wir nehmen den Stift am besten im 45-Grad-Winkel, also das ist 90, 45, und dann drücken wir mit der Spitze fest auf nach unten und dann werden wir dick. Und das machen wir vielleicht zwei, dreimal. Also fest aufdrücken, keine Angst, die Spitze wird nicht kaputt. Drücken nach unten und dicker Strich nach unten. Genau. Und andersrum geht es natürlich auch, dass wir sagen, wir gehen nach oben mit einem dünnen Strich. Das üben wir vielleicht jetzt einmal, drei, vier Mal, also ohne Druck, den Strich von unten nach oben ganz dünn. Und schon haben wir das Prinzip vom Brush Lettering. Dann können wir das vielleicht sogar verbinden, dass wir sagen, wir machen ein U. Wir gehen dick mit Druck nach unten und nehmen den Druck weg und gehen nach oben mit wenig Druck. Nochmal, dick nach unten mit Druck und nach oben mit wenig Druck. Das ist eigentlich das Prinzip vom Brush Lettering. Jetzt würde mich mal interessieren, tatsächlich, wer so mit Handlettering gar nichts am Hut hat, und da mitmacht jetzt bei mir. Oder sagt sie, ah, wir nehmen alle die Schablone und dann sind wir auf der sicheren Seite. Also die Vorlage. Das würde mich mal interessieren, das könnt ihr reinschreiben. Ja, genau, Mara. Der Druckbleistift von online und der ist sogar mit Bambus. Also das ist ein Bambus. Das ist richtig, richtig edel. Genau. Danke, Mara, dass du
da Infos weitergibst. Genau. Danke, Steffi. Genau, das ist so unsere Übung jetzt ein bisschen. Machen wir vielleicht nochmal drei U's, also mit Druck nach unten und wenig Druck nach oben, dass wir so das Prinzip haben vom Brush Lettering. So, wer sagt, nee, also das ist mir, das kann ich nicht, das will ich nicht. Und der benutzt die Vorlage. Dann habe ich da bei der Vorlage auch einen Trick. Das macht nichts, also man braucht ja keine Erfahrung haben. Dann machen wir uns quasi hinten mit dem Bleistift, färben wir uns das Lettering ein. Vorausgesetzt, ihr habt es schon ausgedruckt. Es wäre natürlich prima, wenn ihr diese Vorlagen schon ausgedruckt hättet. Wenn nicht und ihr macht es freihand, das ist nicht, geht natürlich auch. Ups, war jetzt nicht so optimal. Dann geht das natürlich auch. Also wir färben hinten ein, unsere Vorlage. Und dann können wir nachspulen. Also es ist euch frei, ob ihr das richtig nachspult, also die ganzen Outlines nachspult, oder zeige ich mal das beim W. Oh, das sieht man gar nicht. Also fest aufdrücken. So wird es dann im Prinzip aussehen beim Nachgespulten. Oder ihr sagt, ihr fahrt einfach in der Mitte nach und wir gehen dann mit einem Brush Pen einfach nach. Also das dürft ihr machen oder könnt ihr machen, wie ihr wollt. Genau. Das wären so die Übungen. Als Farben habe ich mir fünf verschiedene Farben ausgesucht, aber da seid ihr wirklich frei. Also wenn ihr sagt, ihr möchtet Rot oder Blau oder andere Farben, also wie gesagt, fühlt euch frei, da dürft ihr oder könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Da sind wir jetzt nicht an die Farben gebunden. Und einen Metallic Brush Pen habe ich noch. Der hat auch die zwei Spitzen, eine Lettering Spitze, Brush Pen Spitze und eine Kalligraphie Spitze. Genau. Sind soweit irgendwelche Fragen eigentlich? Ein Wassertankpinsel wäre auch noch toll, oder einen Pinsel und Wasser. Aber ich finde, mit dem Wassertankpinsel geht schneller, beziehungsweise man muss nicht immer in das Wasserglas tunken. Ich finde den eigentlich ganz praktisch, den Wassertankpinsel. So, jetzt schauen wir schnell, ob irgendwelche Fragen noch sind. Schaut nicht so aus, gell? Dann würde ich sagen, starten wir. Also ich, wenn so ein Projekt anfange und auf Karte was aquarellieren möchte oder lettern möchte, dann lege ich mir die Karte immer auf meinen Aquarellblock und zeichne mir die Umrisse von der Karte nach. Aber ich muss da immer dran denken eigentlich, dass es nur so grobe Orientierung ist. Also wir schneiden das dann eigentlich kleiner aus, als es ist. Also das ist jetzt die komplette Karte. Meine Aquarellkarte, wo sich dann raufklebt, ist auf jeden Fall kleiner. Also ich habe da 2-3 mm Rand, weil ich finde das immer schöner, wenn ein bisschen ein Rand ist, wie wenn das ganz gleich ist. Aber das ist Geschmackssache, ihr könnt es echt machen, wie ihr wollt. Das wäre jetzt meine Umrandung, aber mit eben dem Hintergedanken, also wir dürfen nicht ganz bis zum Rand, sondern wir lassen immer ein bisschen was frei. Genau, bin ich zu schnell oder ist es vom Tempo her okay? Gibt es mal vielleicht kurz Bescheid, weil ich will nicht zu schnell sein, aber auch nicht zu langsam für diejenigen, die wir sie schon mit dem Lettern auskennen. Nicht, dass das dann ein bisschen zu langweilig würde oder so. Gebt mir mal kurz Bescheid, wie ihr mit dem Tempo klarkommt.
Daumen nach oben, also passt vom Tempo her. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mit wieder ein Jahr schöner. Ich lege das mal so rein, dass man das anschauen kann. Wer jetzt eben die Vorlage hat, der übertragen bitte. Und ich würde das wirklich richtig in die Mitte schreiben. Also schaut drauf, dass ihr in der Mitte seid. Wenn es nicht ganz in der Mitte sein sollte später, dann können wir ja variieren. Also wir haben das noch nicht ausgeschnitten. Das machen wir dann zum Schluss. Und dann können wir immer noch schauen, ah, da ein bisschen mehr oder da ein bisschen mehr. Und dann würde ich tatsächlich gleich starten. Also ich schreibe nicht vor. Ich mache das jetzt frei Hand, Schnauze. Und zwar nehme ich mir den helleren Brush Pen. Und meine Technik ist jetzt, dass ich Farbe in Farbe, Stift in Stift blende. Also ohne Wasser. Wir schreiben einfach mal das mit dem hellsten Stift vor. Also ich schreibe jetzt mal das wieder. Und schau, dass das einigermaßen in der Mitte ist. Wer jetzt die Vorlage hat, kann sie das natürlich so hinlegen, dass es passt. Wieder. Und ich glaube, das gefällt mir besser, wenn ich beim W ein bisschen so das nach vorne noch mache. Und dann lasse ich ein bisschen was frei für das ein Jahr. Das schreiben wir später rein. Das schreibe ich dann erst rein, wenn wir fertig sind mit dem Wieder und dem Schöner. Und wenn wir das wieder geschrieben haben, dann lassen wir ein bisschen was frei und schreiben da auch wieder mit dem hellen Brush Pen. Schöner. Also dran denken, wie ihr jetzt schreibt. Nach unten ist Druck und nach oben ist wenig Druck. Genau, dann haben wir das schöner. Und dann zoome ich jetzt euch ein bisschen ran, wenn es geht. Ich versuche es mal. Jawohl, funktioniert. Machen wir jetzt Stift in Stift. Das heißt, wir brauchen eine dunklere Farbe. Und, Moment, blenden ineinander. Ich finde das eine ganz gute Technik eigentlich, wenn es schnell gehen soll. Beziehungsweise, ich finde die Übergänge wären toll, wenn man Stift in Stift blendet. Ich finde das eine ganz gute Technik und die Online-Stifte eignen sich echt super dafür. Und zwar gehen wir daher und machen uns oben, gehen wir mit der dunkleren Farbe, gehen wir da oben Farbe hin. Und dann nehmen wir uns das Rosane wieder, den rosa Brush Pen. Und ziehen uns die Farbe ein bisschen runter. Seht ihr das? Und da muss man dann ein bisschen schauen. Jetzt gefällt mir nämlich das tatsächlich nicht, dass das Lila ganz verschwindet. Dann gehe ich mit dem Lila einen Brush Pen nochmal in das nasse Rosane rein und kriegt da echt einen richtig tollen Übergang. Das ist so, finde ich, eine sehr einfache Blending-Methode. Die was man auch ruhig draußen machen kann. Also ich muss sagen, ich letter eigentlich immer in der Wohnung, aber wenn man das mal mitnimmt, vielleicht an Badesee oder so, bei dem Wetter, kann man das dann ohne Wasser ganz easy blenden. Und dann gehen wir weiter. Und dann machen wir das quasi Buchstabe für Buchstabe. Und ich mache es tatsächlich immer einzeln. Also ich gehe jetzt nicht her, mache da lila und da oben beim E, sondern ich mache das Buchstabe für Buchstabe, weil ich dann nicht in die Gefahr kommen oder das trocknet mir dann nicht ein und ich kann es vielleicht dann nicht mehr verblenden. So ist die Farbe noch flüssig und nass und dann geht das Verblenden auf jeden Fall besser und schöner. Genau. Im Endeffekt mache ich die anderen lilane Farbe immer da, wo
Licht herkommen würde. Also wenn ich sage, bei mir oben wäre jetzt da links oben die Sonne, da wo ich meine Highlights setze, da mache ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen lila hin. Und so gehen wir da vor, Buchstabe für Buchstabe. Es dauert natürlich ein bisschen, aber wir haben ja Zeit. Also für mich ist Blending Entspannung pur, ne? Ich brauche da an nichts mehr denken. Ich blende einfach so dahin. Ich mache das voll gern. Also meine Letterings bestehen auch zu, sagen wir mal, 95% oder so echt aus Blending. Weil ich finde das so toll, wenn man mit den Farben spielen kann. Und ihr seht schon, das geht eigentlich relativ zügig, also so lange braucht man da nicht. Beim D mache ich jetzt die schon die zusammen, also die Rundung von dem D unten und der Strich nach oben, das mache ich jetzt tatsächlich zusammen, weil das geht relativ schnell. Und beim I, glaube ich, mache ich auch noch oben ein bisschen lila hin. Und dann verblende ich immer mit dem Rosa den Rosanen. Und man kann da immer nachträglich reingehen, wenn man sagt, oh, das ist mir jetzt aber zu wenig lila. Dann kann man da immer noch nachgeben. Also die Online-Stifte sind echt super für diese Technik. Mag ich ganz gern. Nochmal zu dem Set vielleicht. Also man kann sich das Set für die Karten auch noch bei Online Germany dann im Nachhinein bestellen. Wenn man sagt, ja, die Farben sind so toll, kann man sich das Ganze dann noch bestellen im Nachhinein und den Stream dann auch noch anschauen. Dann. Genau. Habt ihr irgendwelche Fragen zum Blenden oder allgemein? Geh mal wieder ein bisschen raus, dass man das ein bisschen mehr sieht. Mal gucken, ob ihr Fragen habt. Nee, keine Fragen. Genau. Was habt ihr für Farben genommen? Es ist so, Livestream ist immer so, geht nur in eine Richtung. Irgendwie. Franzi, schick, schick. Machst du mit? Oder schaust du nur zu? So, ich wäre dann soweit und würde das mit dem Schöner weitermachen. Das ist die gleiche Technik, ne? Wieder wie bei dem Wieder oben. Wir gehen mit dem Lilanen in die rosane Farbe, beziehungsweise wir spuren das ein bisschen nach und dann verblenden wir das mit dem rosanen Stift, dass das ein weicher Übergang wird. Man kann da kleine Patzer noch ausbessern. Also wenn man sagt, du, da bin ich jetzt mit der Farbe ein bisschen rausgekommen oder so, dann kann man das mit dem Rosanen, weil man geht ja dann nachträglich dann auch noch komplett drüber, nur ein bisschen ausgleichen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Und ich finde die Farbkombi echt schön. Also mir gefällt die richtig gut. Und vielleicht, also das habe ich am Anfang gemacht, ich habe immer einen Stopsel rauf. Und, aber es ist aber voll unpraktisch, weil es eigentlich, also die trocknen jetzt nicht aus. Den kann man auf jeden Fall ruhig mal liegen lassen, ohne irgendwie Angst haben zu müssen, dass der Stift jetzt austrocknet.
Das verkraften die auf jeden Fall. Und natürlich könnte man theoretisch nur an anderen Stelle blenden. Also man könnte jetzt sagen, ich blende da oben und man könnte auch unten blenden. Also dass man das Lila oder das Rot oder was auch immer, was man für Farbe nimmt, dass man das nicht oben hinblendet, sondern unten, ist eigentlich auch ein schöner Effekt. Oder man wechselt direkt ab, einmal unten und einmal oben. Also das sind da der Kreativität eigentlich keine Grenzen gesetzt. Das kann man machen, wie man möchte. Was ist das für ein Papier? Das ist das Aquarellpapier von online. Ich zeige es mal kurz noch, bin ich schneller. Mit Das Leben ist schön. DIN A5 Aquarellblock, 200 Gramm, 20 Blatt. Hat schon eine raue Oberfläche. Man hätte auch die Rückseite benutzen können, die wäre ein bisschen glatter gewesen. Aber das halten die Stifte schon aus. Genau. Man kann aber natürlich auch, wie gesagt, die Rückseite benutzen. Ist auf jeden Fall Brush Pen schonender, die Rückseite. Dann bei die Ö, was sagt man da? Bei den Ölstrichler mache ich das auch wieder nach oben, das dunklere. Und beim Oder in der Rundung auch noch ein bisschen. So. Wer schaut denn alle zu und wer macht mit? Also es sind doch, glaube ich, ein paar dabei, die wir nur zuschauen. Wir haben auch vor dem Stream welche, also ein paar ehrlich gesagt, angeschrieben, dass sie nicht lettern können. Aber das geht eigentlich mit der Vorlage, glaube ich, ganz gut, wenn man die abpaust. Für ganz neue Neulinge, sage ich mal, im Brush Lettering. Da geht das mit der Vorlage ganz gut, glaube ich. Ein bisschen rutschen. Conny, du schaust nur zu. Es ist ja ein herrliches Wetter, ne? Also ich bin ja echt dankbar für euch Zuschauer, weil man könnte bei dem Wetter theoretisch auch im Biergarten sitzen, ne? Oder draußen. Also bei uns in Bayern, ich komme ja aus der Oberpfalz, da haben wir jetzt eigentlich schon die ganze Woche echt richtig schönes Wetter. Zwar mit Regen, aber in der Nacht Regen, und das ist eigentlich ganz praktisch, dann brauche ich nicht Blumen gießen. So kann es sein, ne? Ah, okay. Nebenbei ist Aquarellbemalen ist auch schön. Ich finde das auch entspannend, ehrlich gesagt. Ich mache das auch ganz oft, dass ich bei Livestreams zuschaue und dann nebenbei. Also einfach nur zuhören, dann ist man nicht alleine beim Malen, gell? Ja, Ringspur glüht, ja. Genau, komm auch. Nastini aus Regensburg, genau, das ist nicht weit weg, ja, von mir 65 Kilometer. Genau, also ich wäre jetzt theoretisch mit dem Blending für diese Karte fertig. Jetzt müsst ihr mir sagen, ob ich weitermachen darf mit den Blättern oder ob wir noch ein bisschen warten sollen. Weil, wenn wir weitermachen dürften oder könnten, dann könnte man nämlich schon ein paar Blätter malen. Da würde man dann auf ein nächstes Blatt gehen. Und mir mein helles Grün schnappen. Also ich brauche zwei Grün, einmal hell und einmal dunkel. Und dann würde ich mir jetzt so 5 Blätter raufmalen. Und zwar nehme ich den helleren Brush Pen zuerst und male mir da jetzt mal ganz easy eine Blätterform aus und male das tatsächlich fast ganz aus.
Nehmen wir aber nebenbei, also ich zeige euch jetzt mal das an einem Blatt, ich ziehe mal wieder her. Nehmen wir dann das dunklere Grün und gehe in mein Blatt ein bisschen rein. Das muss jetzt gar nicht genau sein, ich mache jetzt da ein paar Striche. Einfach nur, dass wir hell und dunkelgrün zusammen in einem Blatt haben. Wer einen Wassertankpinsel hat, der nimmt sich den Wassertankpinsel. Wer einen normalen Pinsel hat und Wasser, der darf das gerne jetzt auch benutzen. Und dann gehen wir hier. Das ist ein Riesentropfen. Das ist, kann einmal der Nachteil sein vom Wassertankpinsel, dass da einfach mal so ein großer Tropfen rauskommt. Das ist aber jetzt auch kein Problem. Das tupfen wir weg. Für das haben wir das Zebra. Tupfen wir unseren Wassertankpinsel ein bisschen ab. Und dann geht es wieder weiter. Das war jetzt gar nicht schlimm, der Tropfen. Aber das kann tatsächlich passieren mit dem Wassertankpinsel, dass da mal so ein unkontrollierter Tropfen rauskommt. Aber für das haben wir das Zebra. Genau, und dann verblenden wir bzw. vermalen wir das Blatt ein bisschen. Und jetzt da, wo der Tropfen ist, seht ihr das? Das ist ein bisschen hell geworden. Dann nehme ich jetzt mein Dunkelgrün und gehe da in das ein bisschen rein und bessert das aus. Man kann natürlich auch, wenn man mag, Adern reinmachen. In das Nasse noch. Finde ich auch ganz schön. Dann ist es nicht so wie mit dem Stift direkt reingezogen, sondern er schaut, das finde ich noch natürlicher aus, wenn man da in das Nasse ein bisschen reingeht, weil das dann von Haus aus ein bisschen verschwimmt und verschmiert. Und dann hat man da automatisch eine Struktur drin. Finde ich eigentlich ganz schön. Und so mache ich das jetzt noch viermal. Also ich gehe wieder her und nehme mein helles Grün. Jetzt wollte ich schon blau sagen. Mein helles Grün. Und mal das wieder aus. Jetzt mache ich aber gleich mehrere nebeneinander, dann geht es ein bisschen schneller. Man kann ja natürlich auch, wenn man sagt, man will lange Blätter, man könnte auch so längliche Blätter machen oder geknickte Blätter geht auch. Das funktioniert genauso. Ich habe mir jetzt, also ich habe entschlossen, dass ich nur solche Blätter, so ganz normale Blätter nehmen, weil es dann später doch ein Platzproblem ist. Also wenn man eine größere Karte hat, dann könnte man vielleicht so längliche Blätter oder so abgeknickte Blätter auch einbauen. Aber bei der relativ kleinen Karte wird es dann zu viel, glaube ich. Jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5, genau. Und dann gehe ich mit dem dunkleren Grün wieder rein und ziehe die Kontur ein bisschen nach. Also wirklich ganz ungenau. Das wird ja dann sowieso mit Wasser vermalt. Das ist einfach nur, dass wir verschiedene Grüntöne mit drin haben. Und dann nehmen wir den Wassertankpinsel wieder. Streich mal vorher vielleicht ab, weil dann passiert das nicht mit dem Tropfen. Und gehen rein und verblenden das. Ich drücke auch beim Wassertankpinsel eigentlich gar nicht auf. Also ich drücke den nicht zusammen, weil ich dann echt Angst habe, dass wieder so ein Riesentropfen kommt. Ich finde, der fließt eigentlich von selber, ohne dass man da irgendwie groß nachdrücken muss, recht gut. Und verblende dann, vermale die ganzen Blätter. Man muss aber tatsächlich ein bisschen aufpassen mit den Farben. Also es kann passieren zum Beispiel, dass man das Dunkle nicht richtig wieder lösen kann vom Blatt. Das ist jetzt bei den Blättern nicht so schlimm, aber wenn man irgendwas anders malt und hat dann so einen Strich drin, dann könnte das vielleicht nicht so schön ausschauen. Aber bei den Blättern ist es eigentlich egal. Im Gegenteil, da wollen wir ja so Struktur ein bisschen drin haben. Und wenn einem das nicht genug ist vom Dunklen, dann gehe ich wieder her und mache da noch ein bisschen Grün rein. An der Spitze und unten. Und ich mache jetzt da mal die Ader absichtlich rein und dann verblende ich das noch ein bisschen.
Genau. Dann das fünfte Blatt noch. Wie ist mit der Geschwindigkeit? Passt das so? Bin mir immer nicht sicher, ob ich zu schnell bin. Zu langsam will er natürlich auch nicht sein, aber zu schnell ist auch doof. Also, wie ihr seht, also meine Blätter sind auch nicht gleich. Die müssen absolut gar nicht gleich sein und nicht identisch oder so. Das ist völlig fein, wenn die ungleichmäßig sind, weil die Natur ist auch nicht gleich und nicht jedes Blatt ist gleich. Und die müssen wir dann tatsächlich trocknen lassen. Die werde ich jetzt aus dem Block raustrennen, dass wir wieder zu unserem Lettering kommen. Also der Block hat eine Perforation, so sagt man auch, glaube ich. Und man kann den dann raustrennen. Genau, ich knicke das immer ein bisschen um, dass ich das Blatt nicht einreiße, weil ich immer Angst habe, dass ich das Blatt dann einreiße und dass das kaputt wird. Genau, so funktioniert es. Trennen wir uns raus und legen mal beiseite, dann kann das trocknen. Ich lege das da scheint die Sonne ein bisschen einer. Ich lege das in die Sonne zum Trocknen. Und das Gleiche machen wir dann im Prinzip nämlich da auf unserer Karte auch. Wir werden nämlich dann also ein paar Blätter direkt auf die Karte malen, so wie die. Und dann unsere extra Blätter ausschneiden und dann raufkleben. Also ich mag das immer ganz gern, wenn das so einen 3D-Effekt hat. Ich finde, das schaut immer schön aus. Genau, das machen wir jetzt auf unserer Karte auch. Wir schnappen uns wieder den hellen Grünton. Und malen dann nach Lust und Laune jetzt da Blätter hin. Also das ist jetzt und wir müssen nur aufpassen, dass wir da in der Mitte einen Platz lassen für unser ein Jahr. Aber das schreiben wir uns vielleicht vorher noch vor mit Bleistift, dass wir da dann später kein Problem nicht kriegen. Man könnte es theoretisch auch da ein Blatt hermalen und dann eben drüber schreiben. Das ginge auch. Also das ist jetzt nicht dramatisch, wenn das Blatt jetzt da reingehen würde. Aber mir gefällt es tatsächlich besser, wenn da kein Blatt ist und das frei ist. Und deswegen schreibe ich mir jetzt da das ein Jahr mit dem Bleistift vor. Und das schreiben wir dann, also man könnte das mit einem Brushpen auch schreiben. Also, aber ich habe mir gedacht, wir schreiben das dann mit dem Feinliner und machen Vorkalligrafie und das zeige ich euch dann, wie das funktioniert. Genau, jetzt habe ich das da reingeschrieben, das gefällt mir jetzt so. Und dann nehme ich den grünen, den hellen grünen und male mir wieder Blätter. Bereite mir mal den dunklen grünen auch schon vor. Genau. Also mein Lettering ist tatsächlich jetzt eigentlich schon gut getrocknet. Da darf ich jetzt mit der Hand drüber und verschmiert nichts. Und ich fange eigentlich dann immer, wenn ich sage, ich male jetzt so Blätter, fange ich jetzt nicht rechts an, weil ich würde sie dann im Endeffekt könnte, also wäre vielleicht, dass ich es verschmiere, also fange ich links an. Und dann komme ich gar nicht in Gefahr, dass ich das irgendwie verschmiere mit dem Handgelenk oder so. Und da zeichne ich jetzt einfach nach Lust und Laune ein paar Blätter. Müssen alle in die gleiche Richtung zeigen. Also das zeigt jetzt noch links oben, das zeigt noch rechts oben. Mal das wieder aus. Und nehme mir dann wieder das dunkle Grün. Und mal mir die Umrisse da mit Dunkel noch ein bisschen nach. Da gehe ich ein bisschen mehr rein, dass es dunkler wird. Und dass Aquarell nicht flach wirkt, deswegen machen wir das mit den zwei Farben, dass wir da einfach einen Kontrast haben.
und das nicht so langweilig wirkt. Ich streife meinen Pinsel wieder ab, wegen dem Tropfen. Und dann machen wir die Blätter. Und verblende die Blätter. Theoretisch müsste man das ja gar nicht machen. Man könnte jetzt auch hergehen und könnte die hellen Blätter malen und dann einfach mit dem dunkleren schöne, ordentliche Adern reinziehen und man müsste es nicht mit Wasser verblenden. Aber ich finde den Aquarelleffekt eigentlich immer ganz schön, das zu verblenden und dass das dann ein bisschen aquarellig ausschaut. Genau. Blättermalen ist auch sehr entspannend, finde ich. Und wenn ein Blatt nicht so gelungen ist, wie ihr euch das vorstellt, dann ist das überhaupt nicht schlimm, weil wir kleben ja dann noch die anderen Blätter drüber und dann können wir, wenn irgendwas nicht so ist, wie ihr euch das vorstellt, können wir das auf jeden Fall noch retuschieren mit einem anderen Blatt. Die Blätter auf der Karte sind zum Beispiel jetzt viel heller geworden wie die, aber mir gefallen die tatsächlich besser, wenn die ein bisschen dunkler sind. Genau, dann gehe ich jetzt her und mache da rechts oben noch was hin. Eines zeigt nach oben und das andere, glaube ich, zeigt nach unten. Dann mache ich da noch kleine Blätter her. Und ich glaube da noch ein kleines. Also immer mit dem Hintergedanken auch noch, dass wir mir auf jeden Fall, wenn wir das ausschneiden, ein bisschen reinrutschen. Also ich habe da noch ein bisschen Platz und da auch. Also das wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn man da ein bisschen was vom Blatt wegschneiden würde. Aber wenn es sich vermeiden lässt, dann mache ich das eigentlich ganz gern so. Dann nehmen wir wieder den dunklen grünen, setzen ein paar Akzente rein und verblenden mit dem Wassertankpinsel. Und wenn man merkt, es kommt zu viel Wasser raus, dann streift man einfach wieder auf dem Zebra ab. Also das Zebra ist schon ganz wichtig. Also ich brauche eigentlich immer, egal was ich mache, beim Lettering oder beim Aquarellmalen oder so, ich habe da immer ein Zebra bereit, weil ein Unfall ist schnell passiert, ne? Dass irgendwie ein Tropfen hinkommt oder so. Und dann kann man das eigentlich relativ gut wieder beheben. Wie sind wir zeitlich? Ja, ich glaube, wir überziehen ein bisschen, wenn wir die andere Karte auch noch gestalten, aber ich bin jetzt echt froh, dass das geklappt hat, weil ich habe schon ein bisschen einen Schreck gekriegt. Die Technik ist nicht mein Freund, glaube ich. Ich hoffe, dass das dann mit dem Speichern alles funktioniert, aber ich bin guter Dinge. So, die Franzi schreibt: Was schreibt ihr denn alles so? Ja, ich bin tatsächlich begeistert. Man kann mit denen Stifte lettern, man kann aquarellieren damit. Also echt, die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Genau, man kann das auch so machen, dass man, Franzi hat es gesagt, dass man, wenn man auf die dunklen jetzt hellere raufklebt, dann kriegt man auch wieder einen Kontrast. Also man kann das machen, wie man will, wie man lustig ist. Genau, wie ist es vom Tempo? Ihr müsst mir da ein bisschen Feedback geben, wie wir zeitlich sind, wie es bei euch aussieht. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall trocknen lassen.
Dann machen wir nämlich die andere Karte, fangen wir nämlich dann parallel noch an, dass das trocknen kann. Wenn das getrocknet ist, kleben wir die Blätter drauf, dann finalisieren wir das noch und in der Zwischenzeit machen wir vielleicht die andere Karte. Weil sonst müssen wir so lange warten. Also wenn das für euch okay ist und wenn ihr schon so weit seid wie ich, dann würde ich jetzt tatsächlich mit der anderen Karte starten. Wenn nicht, müssen wir noch ein bisschen warten. Weil ich möchte schon gern, dass jeder mitkommt. Und da müssen wir dann noch Outlines ziehen. Und da soll es eigentlich schon relativ trocken sein, das Ganze. Also gebt mir mal Feedback. Machen wir mal Daumen hoch für nächste Karte weiter. Daumen nach unten für ein bisschen warten. Das wäre jetzt ganz praktisch für mich. Ich nehme währenddessen einen kleinen Schluck. Ich habe schon ganz trockenen Mund. So viel rede ich, glaube ich, den ganzen Tag nicht. Auf einmal. Also, Daumen nach oben. Dann lassen wir das trocknen und machen wir die nächste Karte. Würde ich sagen. Und zwar ist das meine Mr. and Mrs. Karte, meine Hochzeitskarte. Das ist vom Prinzip wieder genau das gleiche wie vorher. Ich trenne mir bloß jetzt diese Karte aus, den Block raus, damit ich das in Ruhe zum Trocknen hinlegen kann. Und dann starten wir genauso wie vorhin. Franzi, was lachst du? Wieso lachst du? Das muss man jetzt noch schnell sagen. Wieso, dass du lachst? So, die nächste Karte. Ich nehme jetzt diese Karte. Zeichne mir wie gerade wieder rundum. Dass ich meine Größe habe von der Karte. Und dann habe ich euch ja gesagt, sage ich euch einen Trick. Also ich weiß nicht, ob ihr den Trick schon kennt. Ach so. Ich rede schon viel den ganzen Tag, aber ich rede nicht so viel am Stück. Also ich habe jetzt im Prinzip rede ich seit 50 Minuten ununterbrochen. Also mein Trick wäre, ich klebe mir das Kreppband, das Tape, das Washi-Tape, immer ein bisschen auf den Arm. Und dann gehe ich nicht Gefahr, dass ich das nicht mehr vom Papier runterkriege. Also sicherheitshalber sollte man es vielleicht testen, ob es wieder runtergeht. Aber das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, dass man es auf jeden Fall wieder runterkriegt. Und das hält normalerweise auch noch so viel, dass nicht unter das Tape läuft. Also, und dann kleben wir das. Je nachdem, wie dick das euer Washi-Tape ist, auf die Karte rauf und ich werde das tatsächlich zweimal nehmen. Also mir ist das ein bisschen zu dünn jetzt. Und klebt es dann übereinander, dass es ein bisschen dicker wird. Dass wir Platz haben fürs Mr. und Mrs. Wenn ihr natürlich sagt, ihr habt vor, dass ihr das kleiner schreibt, das Mrs. und Mrs., ist es auch völlig fein. Dann braucht ihr vielleicht keine zwei Lagen vom Washi-Tape, aber so ist es eigentlich, so passt mir das für die Breite. Das ist jetzt ein bisschen breiter sogar noch wie auf meiner Ursprungskarte, aber dann schreiben wir das einfach ein bisschen größer. Kommt natürlich auch darauf an, wie ihr euer Mr. und Mrs., wenn ihr die Vorlage ausgedruckt habt, in welcher Größe. Mal schauen, wie ich es ausgedrückt hätte. So, ja, das wird dann theoretisch passen. Also da könnt ihr das machen, wie ihr wollt und wie euch der Platz ausgeht bei eurer Karte. Genau. Wenn wir das dann hingeklebt haben, schauen wir schon, dass wir das quasi festdrücken, dass, wenn möglich, keine Farbe und kein Wasser drunter läuft unter das Washi-Tape.
Und dann fangen wir an, dass wir Blümchen malen. Also das seid ihr jetzt auch völlig frei, welche Blümchen ihr malen wollt. Also ich habe da theoretisch wäre es eine fünfblättrige Blume, hat jetzt keinen speziellen Namen, das ist einfach eine Fantasieblume von mir. Und eine Rose und Blätter. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt in der Kamera, habe ich Silber noch benutzt für die Umrandungen und für einzelne Blätter. Und das ist das Metallic Silber, das ist der Metallic Brush Pen. Der da. Da könnt ihr aber auch, es gibt ja da auch noch von online ganz tolle Farben, also Blau oder Gold oder Bronze. Aber ich habe jetzt tatsächlich bei dieser Kombi ist Silber eigentlich die schönste Kombi. Und ich finde, das hebt es noch ein bisschen vor, wenn das Metallic ist. Glitzer Metallic. Genau. So wäre der Plan. Ich lege die mal so rein. Und dann würde ich sagen, schnappt ihr eure Farben, mit denen ihr die Blumen machen wollt. Und dann malen wir Blümchen. Man könnte theoretisch jetzt eine Folie nehmen und die Folie, den Brushpen auf die Folie auftragen und dann abtragen, aber das mache ich jetzt da nicht. Ich mache jetzt da einfach ganz grob Blümchenblätter und die vermale ich dann. Und jetzt aufpassen, wer den Wassertankpinsel hat, bitte vorher abstreifen, nicht dass da noch ein bisschen grün drin ist. Das wäre jetzt echt schade. Und wenn der sauber ist, meine ist jetzt sauber, dann wie bei den Blättern, dann gehe ich da rein und dann vermale ich diese Blätter. Und also es dürfen auch ruhig ein paar weiße Stellen stehen bleiben. Das ist dann für später auch wieder ganz schön, wenn es nicht so richtig ausgemalt ausschaut. Für meine Rose fange ich, dass man den Roseneffekt ein bisschen besser erkennt. Fange ich ein bisschen überhalb vom Washi-Tape an, sagen wir mal einen Zentimeter drüber. Und ich mache jetzt wieder größer, dass ihr das sehen könnt. Das Prinzip von den Rosen ist eigentlich lauter Cs, lauter ineinander geschachtelte Cs. Also ich fange an mit einem kleinen C und dann gehe ich mit einem bisschen größeren C rundum und ich schachtel immer so Cs ineinander. Und werde dann immer weiter mit dem Abstand, je weiter ich auseinander gehe. Und man darf das auch ruhig ein bisschen so den Brushpen ein bisschen schwingen. Und wenn wir dann das Grobe haben, dann gehen wir wieder mit dem Wasser. Aber dann vorsichtig, dass wir auf jeden Fall noch weiße Stellen haben, die was überbleiben, weil das macht die Rose dann schon aus. Weil wenn man das jetzt ganz ausmalen würde, ist ja nur ein rosa Klecks im Endeffekt. Und wenn wir die hellen Stellen haben, dann haben wir da auf jeden Fall die Rose. Man kann auch mit einer dunkleren Farbe, also ich habe jetzt da rosa, man kann dann auch mit dunkelrot reingehen und ein bisschen nachfahren. Das ist auch ein schöner Effekt und da halte ich mich dann tatsächlich gar nicht an die C von vorhin, sondern ich gehe einfach ein bisschen rein in das Rosa und verblende das wieder ein bisschen. Aber bitte wieder aufpassen, also die weißen Stellen, die sollten auf jeden Fall stehen bleiben. Jetzt haben wir die Rose. Und ich würde jetzt von meiner Größe her sagen, ich mache drei Blumen. Und nicht fünf, weil fünf wäre mir dann zu viel und vier ist dann wieder eine gerade Zahl. Also ich bleibe auf jeden Fall bei drei und mache dann da hier hinten nochmal eine Blume mit drei Blättern, die man sieht. Gehe dann gleich mit meinem Rot ein bisschen rein. Hab den Wassertankpinsel wieder und verblende ein bisschen. Also wie ihr seht, das ist echt überhaupt nicht schwer.
Das muss überhaupt nicht genau sein. Also man erkennt es dann am Schluss auf jeden Fall mit der Umrandung und dass das Blumen sind und Rosen sind. Das ist wirklich nicht dramatisch. Und dann mache ich das gleiche unten. Wer mag, darf sich natürlich das Blatt gern drehen. So, wenn er sagt, er tut sich leichter, aber mir ist tatsächlich egal, ich lasse das jetzt so. Und schau aber jetzt, also ich mache jetzt nicht da Rose und da Rose, sondern ich wechsle ab. Ich mache jetzt da normale Blume, da mache ich da mal Rose, da die normale Blume und vielleicht tatsächlich mache ich da noch Rose. Also, dass sich das immer ein bisschen abwechselt. Weil es einfach nicht schön ausschauen würde, wenn jetzt da unten auch noch eine Rose malen würde. Genau, und wie ihr seht, also ich mache das jetzt ganz schnell da. Nehme dann gleich das dunkle Rot, gebe das auch rein und verblende das quasi dann zusammen. Und dann habe ich gleich den Hell-Dunkel-Kontrast. Und auf was ich aufpasse, aber dass das, weil da haben wir jetzt das Washi-Tape. Und wenn ich das Washi-Tape wegziehe, dann sollte ich, dass ich eine schöne Begrenzung kriege, sollten die Blumen und die Blätter dann schon wirklich bis zum Washi-Tape gehen, weil sonst haben wir keine Begrenzung. Man kann das bei ein paar Stellen natürlich schon lassen, weiß lassen, aber dadurch, dass ich da eine Begrenzung habe und da ist es. Schaut es aus wie eine Linie. Dann gehe ich mit meiner fünfblättrigen jetzt mal ein bisschen höher, glaube ich, dass ich von den fünf Blättern noch welche sehe auf jeden Fall. Da oben waren es ja nur drei, ich habe noch ein bisschen rausgeschaut und da mache ich es jetzt so, dass man vier Blätter sieht und später dann mit dunkel innen rein und rechts mache ich auch noch eine Rose. Im gleichen Prinzip ziehe. Also wirklich, ihr braucht es dann nicht irgendwie ganz genaue Zehen machen, sondern das Auge erkennt es dann als Rose. Dann gehe ich mit dem Dunkeln wieder ein bisschen rein. Für sowas kann ich natürlich dann auch die Kalligrafiespitze verwenden. Da kriege ich dann auch dünnere Linien, wie mit der Brushpen-Spitze. Und schon meine Spitze ein bisschen. Und dann gehe ich wieder mit dem Wassertankpinsel. Und verblende das ein bisschen. Und wie gesagt, wieder aufpassen auf die Weißräume. Ich schaue jetzt gerade. Keine Fragen. Also ihr malt quasi alle, ich gehe mal davon aus, wenn keine Fragen sind, dass ihr alle mitmalt oder zuschaut oder dass alles klar ist. Das ist schön. Jetzt gehe ich bei dieser Blume noch rein und gebe da dunkel in die Mitte. Der Blütenstempel wird dunkel. Und ich vermal die Blätter ein bisschen, dass das ein bisschen aquarelliger wieder ausschaut, aber wäre auch kein Muss, wenn man das so lassen möchte, dann kann man das ja gern so lassen. Aber ich finde es ganz schön so. Dann ist es, glaube ich, jetzt oben einigermaßen getrocknet, ein bisschen. Ja, ein bisschen nass ist noch, aber es geht einigermaßen. Dann nehme ich mein Hell- und mein Dunkelgrün und werde die Blätter malen. Und bei den Blättern ist wirklich so, dass die ganz wild sein dürfen. Ich schaue nur, dass ich wieder unten ans Washi-Tape rankomme, dass ich meine Begrenzung habe und dann mache ich oben noch ein paar und wechsle immer ab. Einmal dunkel und einmal hell oder ich mische dunkel und hell. Und das ist jetzt eigentlich auch nicht schlimm, wenn
die Blüten noch nicht trocken sind und sich das ein bisschen ineinander vermischt. Das ist überhaupt nicht schlimm. Also empfinde ich nicht als schlimm. Ich finde es eigentlich schön, wenn sich die Farben ein bisschen mischen. Es braucht dann nicht einheitlich sein und auch tatsächlich dann später. So. Und ihr müsst da echt nicht genau sein. Also meine Angst tatsächlich war immer bei solchen Sachen, ja, und das muss ganz genau sein. Und nein, muss nicht. Also das darf ruhig ein bisschen wildere Blätter sein. Und es muss auch nicht immer akkurat eine Blätterform sein. Das kann auch mal einfach nur so ein Klecks sein. Perfekt ist in der Natur auch überhaupt nichts. Hauptsache abwechslungsreich und schön. Und ich würde jetzt sagen, bei mir oben würde ich das tatsächlich schon so lassen, weil wir wollen ja dann noch mit dem Metallic rein. Ich würde jetzt tatsächlich unten schon die Blätter malen. Da schauen die Blätter mal aus dem Washi-Tape, kommen die raus. Oder die kommen von der Blume, sind direkt bei der Blume. Kommen es auch wieder von unten raus. Da mache ich noch ein kleines hin. Immer mit dem Gedanken, dass wir das dann ja ein bisschen wegschneiden. Und bei der Karte ist es eigentlich gar nicht schlimm, wenn wir was für die Blätter oder so wegschneiden. Oder da von der Blume direkt. Also das fällt bei dieser Karte überhaupt nicht auf. Dann habe ich mein Dunkelgrün. Und setze an die hellen oder über die hellen ein paar dunkelgrüne Blätter. Und vermal die dann wieder. Und da ist jetzt so, ich male jetzt da grün, hellgrün und dunkelgrün gleich nebeneinander und warte jetzt nicht, bis das hellgrüne oder das dunkelgrüne getrocknet ist. Und provoziere quasi absichtlich, dass sich die Farben, ich zoome mal ran, dass sich die Farben ineinander mischen. Das sieht man jetzt eigentlich ganz gut, dass das Hellgrüne in das Dunkelgrüne reingeht. Und ich mag den Effekt, wie gesagt, schon gern. Genauso da, also da habe ich auch zwei Blätter direkt nebeneinander, Hellgrün und Dunkelgrün. Und warte da jetzt nicht. Und wasche auch meinen Pinsel nicht aus. Also ich bin jetzt da mit dem Dunkelgrünen in das Hellgrüne rein. Da haben wir dann drei verschiedene Grün. Aber das finde ich ganz schön so. Also das ist eigentlich echt eine meiner Lieblingskarten. Ich mag das voll gern, wenn das in der Mitte abgetrennt ist mit dem Washi-Tape und dann oben und unten Blumen sind. Also da kann man ja dann reinschreiben im Endeffekt, was man will. Da könnte man die Namen vom Brautpaar reinschreiben. Oder das Datum und Mr. und Mrs. habe ich auch gemacht, also dass man oben das Datum und unten dann Mr. und Mrs. Oder herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit, wird vielleicht ein bisschen knapp, aber wenn man eine größere Karte hat, kann man das so machen. Also das sind ja viele, viele Möglichkeiten auf jeden Fall. Und wenn das einigermaßen getrocknet ist, bei mir braucht es tatsächlich noch, dann würde ich die Umrandungen machen. Aber ich glaube, ich warte noch. Ich glaube, dass es bei euch auch noch nass ist. Da gehen wir lieber auf die andere Karte. Da switchen wir wieder um auf die andere Karte. Und warten wir dann mit dir und dann machen wir zuerst die Geburtstagskarte fertig und dann machen wir die fertig, würde ich sagen. Hoppala. Ich hoffe, Steffi, es ist okay, wenn ich überziehe.
Aber es bringt jetzt nichts, wenn ich damit umrande und das verläuft mir dann. Das möchte ich dann tatsächlich nicht. Ich nehme noch einen Schluck Wasser. Und dann lege ich die Karte auf die Seite. Ich lege sie mal daher, dass man den noch ein bisschen sieht. Nehme mir meine wieder ein Jahr schöner Karte und meine jetzt getrockneten Blätter. Eine Schere. Und dann schneiden wir aus. Und beim Ausschneiden tatsächlich lasse ich also immer einen Rand stehen. Ich schneide das jetzt mal so grob aus, weil mir das besser gefällt, wenn das mit Rand ist als ohne Rand. Also ich könnte jetzt ganz genau das Blatt ausschneiden, dass man keinen weißen Rand mehr sieht, aber ich finde, das schaut nicht schön aus. Mir gefällt es auf jeden Fall besser, wenn da ein Rand dran ist. Das mache ich jetzt bei alle. Ihr hoffentlich auch. Ich denke mal, jetzt sind alle Blätter getrocknet auf die Zeit. Das geht echt super. Also, wenn man vorhat, so Collagen zu erstellen, ist eigentlich immer sinnvoll, ein Blatt zu nehmen, das was auf jeden Fall nicht mehr als 200 Gramm hat. Also, man kann es natürlich schon auf einem 300 Gramm Aquarellpapier malen und schneiden, aber das ist dann schon echt anstrengend. Und bei diesen 200 Gramm, das geht echt ruckzuck. Da muss man jetzt kein 300 Aquarellpapier haben. Und ihr könnt natürlich da im Nachhinein dann, wenn ihr sagt, euch fehlen da noch Blätter, dann könnt ihr gerne noch Blätter nachträglich malen und raufkleben. Das ist alles überhaupt kein Problem. Bei mir sind jetzt die Blätter tatsächlich ein bisschen gleichfarbig geworden. Naja, und ein bisschen groß. Naja, kriege jetzt tatsächlich ein bisschen ein Problem mit meinen Blättern. So viele Blätter kriege ich gar nicht mehr rauf, wie ich eigentlich haben wollte, weil die fast ein bisschen zu groß sind. Tadam. Egal. Das machen wir jetzt so. Irgendwie. Also, wer 3D-Pads hat, der darf gern 3D-Pads nehmen. Ansonsten geht natürlich ein ganz normaler Kleber auch. Ich glaube, ich nehme jetzt die 3D-Pads. Die werden auch in dem Set mit dabei, also wer das Paket von online bestellt. Genau, ich klebe da zwei drauf. Das sind so Klebepads, die kann man dann die Klebe, so eine Folie, so eine Folie, wie man das sagt, abziehen. Und dann kleben die mit Abstand. Und das finde ich eigentlich ganz cool, wenn die so mit einem 3D-Effekt hinten kleben. Also theoretisch würde auch eins reichen. Man braucht jetzt nicht zu übertreiben wie ich. Da reicht eins, glaube ich. Ja. Und dann kleben wir das da so rauf. Kommt natürlich drauf an, wenn man das in ein Kuvert dann reinsteckt, sollte natürlich das Kuvert dann schon noch zugehen. Nicht, dass man es nicht mehr zubringt. Vor lauter 3D-Klebepads. Oder wie gesagt, das geht ja mit dem normalen
Mit einem normalen Kleber natürlich genauso. Zack. Ich glaube, ich mache jetzt nur noch drei. Meine Blätter sind zu groß. Ein Fail. Habe ich nicht aufgepasst. Ja, oder kleben wir da noch eins hin? Ich glaube, da klebe ich noch eins hin. Dann nehme ich jetzt mal den normalen Kleber, dass das nicht so abstehend ist, und klebe das dann noch unten drunter. Genau, passt. Dann wird es nochmal interessant, und zwar müssen wir jetzt nochmal ein bisschen genauer werden. Jetzt haben wir geklebt und jetzt würde ich ganz gern, ich zoome mal ran, wenn ich mir vorstelle, es kommt von links oben die Sonne, haben wir rechts einen Schatten. Und diesen Schatten kann man jetzt theoretisch mit einem grauen Brushpen oder mit einem Fineliner darstellen. Und ich habe jetzt da den 03er Fineliner von online. Den gibt es übrigens auch in anderen Stärken in einem Set. Und neuerdings auch einzeln. Also man kann die einzeln kaufen oder in einem Set kaufen. Und dann ziehen wir jetzt einen Schatten. Also wenn ich mir vorstelle, eben von links oben kommt die Sonne, dann ist rechts der Schatten. Also machen wir überall, wo rechts ist, einen Feinlinerstrich. Und ich mache das jetzt ein bisschen schneller. Weil je langsamer dass ich das mache, umso wackeliger wird es bei mir. Deswegen mache ich das schon ein bisschen zügiger. Ihr dürft euch natürlich Zeit lassen. Also so viel Zeit, die ihr braucht, die nehmt ihr euch zum Umranden. Ihr könnt da vielleicht anfangen und das Umranden dann später fertigstellen. Weil das doch ein bisschen dauert, wenn man nicht geübt ist. Und überlegen muss, oh, wo kommt jetzt der Schatten hin? Also immer rechts vom Buchstaben ist ein Schatten. Und den ziehen wir mit dem schwarzen Feinliner von online nach. Dann. Also wie gesagt, das dürft ihr gerne später machen, in Ruhe vielleicht, also wenn ihr sagt, ihr braucht da Ruhe oder so, dann überhaupt kein Stress, macht das später. Dann würde ich nämlich das ein Jahr noch schreiben und da haben wir gesagt, machen wir die Vorkalligrafie. Also bei dem 1er ist eigentlich noch ziemlich logisch, da wo es noch dick nach unten geht, das verdicken, also nach unten geht, da verdicken wir. Oder man macht es gleich dick, den 1er. Und Vorkalligrafie heißt, also ich schreibe mir das Wort jetzt mit dem Feinliner vor. Ganz normal, so wie ich schreiben würde. Und dann simuliere ich quasi den Brush Pen. Der Brush Pen ist ja, wenn ich mit Druck nach unten gehe, dick. Und so denke ich mir jetzt an bei dem Ja, bei dem J. Also, ich verdicke die Linie, die nach unten geht. Beim J, das sieht man schon, gell? Die wird verdickt. Beim A wird es verdickt. Vorne beim Bauch und hinten beim Strich nach unten wird dick. Beim H wird der lange Strich nach unten dick. Dann das Runde unten, was sagt man da? Wenn das nach unten geht, das wird dick. Beim R
gehe ich jetzt auf die linke Seite. Also ich habe jetzt da auf der rechten Seite jetzt doof ausgeschaut. Also habe ich nach links verdickt. Eigentlich sollte man, wenn, dann in eine Richtung verdicken. Aber das ist jetzt beim R ist jetzt und, besser gewesen auf der linken Seite. Und wenn ich, man könnte es theoretisch auch so lassen und nicht ausmalen, aber ich male das dann aus. Also alles, was ich verdickt habe und mit zwei Striche verstärkt habe, das male ich aus. Und habe dann meine Faux-Kalligraphie. Den Bleistift, den, was man da sieht, den radiere ich aber erst später weg. Wenn das Ganze richtig gut getrocknet ist, dann radiere ich den erst weg. Ist das verständlich gewesen mit der Faux-Kalligraphie? Fragen sind, glaube ich, keine. Genau. Und dann würde ich sagen, machen wir mit dem Föhner weiter. Und das ist das gleiche Prinzip wie bei dem Wieder. Also ich mache meinen schwarzen Feinliner wieder dahin, wo der Schatten wäre. Und das ist vom Buchstaben rechts. Ich mache das wieder bei jedem Buchstaben rechts den Schatten. Und wer da jetzt nicht geübt ist, wie gesagt, naja, also der darf das echt später machen. Bevor dass ihr irgendwie jetzt an vor lauter schnell irgendeinen Fehler macht, ist das überhaupt kein Problem, wenn ihr das später macht. Das dauert auch ein bisschen. Also wer sagt, wer keine Übung hat im Lettering, für den ist das auch ein bisschen schwierig. Und ich würde es dann tatsächlich erst später machen und vielleicht den Livestream dann später nochmal nachschauen und dann kann man ja Pause drücken und schauen, wo ich jetzt da den schwarzen Feinliner hingesetzt habe, wer auf der ganz sicheren Seite sein möchte. Dann, wenn wir das haben, und ich gebe jetzt schon fast ein bisschen Gas, weil jetzt ist schon Viertel noch, habe es ich noch ganz schön gefunden, ein paar Kleckse. Man könnte jetzt theoretisch mit dem Wassertankpinsel ein paar unkontrollierte Kleckse auf die Karte machen. Ich traue mir aber ehrlich gesagt nicht. Also nicht, dass mir das dann verschmiert und so, so mache ich lieber ein paar kontrollierte Kleckse. Dann nehme ich den hellen rosanen und den dunkleren und mache da einfach Kreise. Kleine Punkte, größere Kreise und habe das Ganze dann ein bisschen aufgelockert. Theoretisch ist jetzt unsere Karte fertig. Tada! Die erste Karte fertig. Ich würde dann noch ein bisschen ausschneiden und dann könnte man diese Karte auf die Kraft Papierkarte raufkleben. Das könnt ihr aber auch später machen. Also ich mache es jetzt nur fertig, damit ich euch das zeigen kann. Und jetzt habe ich nicht dran gedacht, dass ich ein bisschen einen Rand brauche. Mache ich einfach unten mehr. Also wer jetzt dann zum Beispiel eine Schneidemaschine hat, kann das, also ich mache das eigentlich 90% mit der Schneidemaschine, weil da bin ich auf der sicheren Seite, dass wirklich gerade ist. Meine Linien, ich glaube, dass ich dort ein bisschen schief bin, auf dieser Seite. Wo es auch schön ausschaut, ist ein
gerissener Rand, wer vielleicht so ein Lineal hat, so ein Reißlineal. Das ist einmal ganz schön und dann wird das darauf geklebt. Ich klebe. Könnte man theoretisch auch wieder mit den 3D-Pads machen, aber ich mache das jetzt mit einem ganz normalen U. Klebe es auf diese Karte. Und fertig ist die Geburtstagskarte. So, Nummer 1 wäre fertig. Vergleich 1 und 2. Die Blätter hätte ich auf dieser Karte ein bisschen heller machen können. Also da wäre der Kontrast dann stärker, aber die gefällt mir auch ganz gut. Nummer 1 ist fertig. Und ich gehe jetzt gleich auf die Nummer 2. Wie gesagt, ihr könnt euch den Stream dann in aller Ruhe nochmal nachschauen. Aber ich will jetzt da echt nicht überziehen, bis in die Puppen nicht, dass ich Schimpfen kriege. Also wir sind jetzt so weit, dass wir das ist jetzt getrocknet, das passt. Dann gehen wir her. Danke, Melli. Ich stehe jetzt gerade, deswegen kann ich deinen Kommentar ganz gut und habe ich gleich gelesen. Dann gehen wir her und nehmen wir die dunkle Farbe, das dunkle Rot. Und umranden ganz locker die Blumen. Also jetzt nicht hergehen und das ganz akkurat da rundum fahren und jede einzelne Blüte, nein, machen wir nicht. Sondern wir machen ganz lockere Striche. Wir machen einmal keine Umrandung, dann mal schon wieder Umrandung. Also wirklich einen Stift am besten ganz weit hinten nehmen und da ganz locker rundum fahren. Und in der Mitte den Blütenstempel. Und wer mag, kann ein bisschen die, sagt man da, die Stempel. Fäden, ich bin kein Botaniker, ne? Das ist echt schlimm. Ich weiß es nicht, wie das heißt. Ihr wisst, was ich meine. Bei der nächsten machen wir das genauso, wieder ganz locker rundum die einzelnen Blätter. Also nicht anfangen, alles gleichmäßig rundum zum Fahren, sondern ganz locker. Und bei der unteren machen wir das genauso. Wer mag, darf auch mit dem dunkleren Rot. Wie seht ihr? Also überhaupt kein Problem. Einfach ganz locker da rundum. Bei der Rose mache ich jetzt, die ist mir ein bisschen zu sehr verlaufen. Da mache ich jetzt auch mit dem Rot ein paar Striche rein. Und der Clou ist eben einfach bei der Karte mit dem Metallic. Also ich nehme den Metallic Brush Pen und zeichne mir Blätter, noch einzelne Blätter. Also die male ich dann nicht aus, nur die Umrandung von den Blättern. Und da schaue ich tatsächlich, wo noch irgendwas fehlt. Also das mache ich nicht überall. Bei der Rose gehe ich jetzt auch her und mache da einzelne Striche rein. Also ich deute quasi die Blütenblätter nochmal mit dem Metallic an. Dann mache ich vielleicht noch ein Blatt und ich glaube, das Blatt mache ich sogar über das Grüne drüber. Dass das nicht so allein ist. Und also das Blättermalen ist also eigentlich ganz viel Gefühl, ne? Also das würde bei euch nicht so ausschauen wie bei mir, weil das jetzt einfach nur noch Lücken füllen und wo mir es ein bisschen zu, das ist, finde ich jetzt für meinen Geschmack, gefällt mir nicht. Deswegen werde ich da jetzt auf jeden Fall noch so eine Metallic-Blüte
Blatt reinmachen. Dann mache ich da noch eine rauf. Ihr könnt jetzt natürlich, wenn ihr wollt, könnt ihr die Blätter ausmalen, aber ich finde es eigentlich ganz schön, wenn da nur die Outlines sind von den Blättern. Und da noch. Die Rose ist mir auch ein bisschen zu verwaschen. Da gehe ich jetzt auch her und definiere das Einzelne noch mit dem Metallic Brush Pen. Da auch ein bisschen auf der anderen Rose. Und dann setze ich noch ein paar Punkte. Da müsst ihr jetzt aufpassen, dass ihr das nicht mehr verschmiert. Also wenn ihr unten was gemalt habt und ihr wollt oben noch was malen, dass ihr das nicht verschmiert. Ein paar Pünktchen in Metallic. Dann vielleicht noch ein paar Pünktchen in Dunkelrot. Dem dunkleren Rot. Und dann werde ich eigentlich nur noch das Washi-Tape abziehen und wir schreiben dann noch unser Mr. und Mrs. rein. Dann sind wir fertig. Und ich liebe das, ne? Washi-Tape abziehen ist eins von den schönsten Sachen im Aquarell. Ich liebe das. Und wenn es dann auch noch ein eimerfreier Rand ist, nichts runtergelaufen, herrlich. So mag ich das. So, wer sich traut, darf oder kann mit dem Brushpen jetzt Mr. und Mrs. reinschreiben. Wer nicht, nimmt die Vorlage und überträgt wieder genauso wie bei Wieder ein Jahr schöner. Wer sagt, das kriegt da freie Hand hin, der schreibt freie Hand. Also ich skizziere mir vielleicht, damit ich einigermaßen in der Mitte bin, das und, das setze ich in die Mitte. Ich schaue da, man könnte es ausmessen, das wäre mir ganz genau, aber ich kriege das jetzt schon einigermaßen so hin. Und bei dem und seid ihr auch völlig frei, ne? Ihr könnt das so machen, das und. Oder es gibt ja auch dieses und, es geht auch, also wie ihr wollt. Ihr könnt da was ganz anderes reinschreiben, also vielleicht ist ja zufällig irgendeine Hochzeit und ihr braucht die Karte, dann könntet ihr theoretisch auch Namen reinschreiben, Martin und Erna oder keine Ahnung. Und wenn nicht, findet ihr eigentlich Mr. und Mrs. ganz praktisch, weil dann habt ihr die Karte schon und wenn die nächste Hochzeit ist, dann könnt ihr die verschenken. Man könnte theoretisch das gleiche Prinzip machen wie bei unserer ersten Karte, dass man sagt, man schreibt vor mit rosa und blendet dann das Dunkelrot. Oder man schreibt nur mit rosa. Oder mit grün, also ich würde dann schon die Farben nehmen, die was in der Karte drin sind, aber ich finde es eigentlich ganz schön mit dunkelrot. Das und habe ich mir vorgeschrieben, dass ich in der Mitte bin, dass ich nicht irgendwo links oder zu weit rechts bin. Und dann, wer mag, kann sie natürlich dann mit dem Lineal auch noch eine Linie hinmachen, dass man nicht zu weit unten runterkommt oder zu weit hoch, aber ich mache das tatsächlich jetzt frei. Wieder dran denken. Also Druck nach unten ist dick und nach oben ohne Druck ist dünn. Ich schreibe jetzt da drüber über meinen Bleistift und radiere den später weg. Mr. und Mrs. Genau. Oh, das ist so schön. Daniela X-Life sagt, sie liebt die Online-Produkte. Das ist echt ein schönes Kompliment, ja.
Das sind ja echt gute Produkte. Wer mag, kann dann mit dem Fineliner wieder Schatten setzen. Wer sagt, das passt so, darf das ja gern so lassen. Ich habe es tatsächlich bei der ersten genauso gemacht, also ohne Fineliner-Schatten. Und eigentlich ist jetzt nur noch ausschneiden, raufkleben. Schon ist die nächste Karte fertig. Beziehungsweise dann haben wir unsere zwei Karten geschafft. Und es ist in 1,5 Stunden geworden. Es ist hoffentlich okay. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass es ein bisschen länger geworden ist. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Ja, das ist echt ein geiles Rot, gell? Ich schneide dann die Karte noch aus. Ich glaube, ich mache das jetzt tatsächlich mit dem Lineal. Oder ich nehme die Karte, weil sonst wie ich total schief. Also, ich gehe jetzt hier und mache das 2-3 mm kleiner. Und ihr seht, ich schneide das quasi weg, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Weil das bei dieser Karte überhaupt nicht auffällt, wenn da was geschnitten ist. Und dann habe ich auf jeden Fall. Bin nicht zu weit. Fehler. Dann habe ich auf jeden Fall den Rand, den was ich brauche. Man könnte theoretisch schon die Karte auch mit 3D-Pads raufkleben. Würde auch gehen. Dann hätte man da den 3D-Effekt direkt mit der ganzen Karte. Oder eben mit dem normalen Kleber. So, radieren würde ich echt ganz zum Schluss, also am besten morgen. Dann ist man auf der sicheren Seite, wenn man morgen radiert. Genau, dann wird wieder geklebt. Also wie furchtbar ist denn der Kleber? Das ist von meiner Tochter Kleber. Der ist ja fürchterlich. Seht ihr das? Das ist ja völlig total Skipazi. Naja, sieht man ja Gott sei Dank nicht. So, und raufgeklebt und tada! Nummer 2. Karte Nummer 1. Karte Nummer 2. Und wem es jetzt am Schluss ein bisschen zu schnell war, wie gesagt, der Stream wird auf jeden Fall gespeichert. Normalerweise, glaube ich, ist er am Online-Kanal auch und auf jeden Fall wieder zum Nachschauen im Online-Feed auf der Online-Seite gespeichert sein. Hashtags wäre besser offline mit Online-Workshop. Online Pen und oder Calibrush. Wenn ihr den langen, besser offline mit Online Workshop, dann sieht man euch auf jeden Fall. Ich werde natürlich euch verlinken, wenn ihr mich auch noch dazu verlinkt, also die Handschreiberei, dann werde ich euch verlinken. Ich glaube, ich schreibe das nun tatsächlich noch rauf. Die Punkt Handschreiberei. Ich bin die Melli, wer es nicht weiß. Also ich reposte es natürlich ganz gern, eure Werke.
bedanke mich ganz herzlich bei Online Germany, dass ich heute den Livestream machen durfte. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr bei dem Wetter bei 30 Grad bei mir wart und mit mir den Livestream und die Karten gebastelt habt. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir, hören wir uns vielleicht mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Pfiat euch!